Mit einem erfrischenden Kick-Off-Event im Kongress Schladming fiel der Startschuss zum Projekt Next Generation. Deine Meinung ist gefragt. Knapp 150 junge Enstalerinnen im Alter zwischen 16 und 35 folgten der Einladung. Beeindruckt von dem immensen Interesse begrüßte der Obmann des Regionalverbandes Schladming-Dachstein die zahlreich erschienenen Besucher. So im Kongress Schladming. Next Generation, und wenn man so sieht, ist es richtig Next Generation. Ziel der Veranstaltung ist es laut Geschäftsführer Magister Schadleitner, gemeinsam mit der Next Generation einen konkreten Zukunftsplan für eine lebenswerte Region auszuarbeiten. Ja, wir leben ja in der Region vom Tourismus und wir machen den Tourismus, damit wir einen guten Auskommen haben, einen guten Lebensstandard haben, weil wir sozusagen die Arbeitsplätze im Tourismus haben, auch die Einkommen aus dem Tourismus haben. Und dementsprechend wollen wir halt mit der Next Generation darüber nachdenken, wie es in der Zukunft denn weitergehen soll. Denn wir machen es ja auch für die nächste Generation, denn es soll ja eine lebenswerte Region bleiben. Wir sollen sozusagen auch vom Tourismus weiterhin profitieren. Und da ist halt der Schritt dahingehend, wie können wir die nächsten Akzente setzen, nächsten Schritte setzen, strategisch, langfristig, wohin soll die Reise gehen? Und da ist natürlich die Next Generation gefragt, weil ja im Endeffekt genau diese Generation es ist, die ja dann dementsprechend im Tourismus arbeitet, davon lebt und auch das Ganze nutzen kann. Welche Akzente gesetzt werden können, gaben die hochkarätigen Vortragenden in ihren Impulsvorträgen weiter. Reinhard Lanner von der Österreich-Werbung betonte die Wichtigkeit der Digitalisierungsprozesse. Wir können noch besser in diesen Zirkel. Ja, die Digitalisierung hilft uns im Moment enorm, wenn man sich vorstellt, ein Gast macht einen Skiurlaub in Schladming-Dachstein, hat er rund 43 Unternehmen, mit denen er zu tun hat, muss jedes einzeln buchen, sie informieren, abrechnen. Die Digitalisierung hilft uns, dass wir das alles vereinfachen und einmal buchen kann, einmal abrechnen kann und so ein nahtloses Urlaubserlebnis genießen kann. Trotz ständiger technischer Weiterentwicklung geht es aber immer auch um den Menschen. Florian Kaps plädierte, nicht auf das echte, reale Erlebnis zu verzichten und unsere Gäste mit allen Sinnen für unsere Heimat zu begeistern. Es geht ja um die Kombination von analog und digital. Aber meine Inspiration und meine Hoffnung ist, den jungen Leuten zu sagen, vertraut vor allem euren Sinnen und ihr habt 5 Sinne. Und alle haben eine wichtige Rolle und wirklich vertraut denen. Fangt an zu riechen, zu fühlen, zu schmecken, zu hören und dann werdet ihr schon die richtigen Entscheidungen treffen. In Kleingruppen wurden zu den Themen Tourismusentwicklung und Strategien, Umwelt und Verkehr und Digitalisierung zahlreiche konstruktive Ideen gesammelt und diese im Anschluss präsentiert. Die proaktive Mitarbeit und das große Interesse der jungen Enstalerinnen zeigten die Notwendigkeit der Veranstaltung. Ja, grundsätzlich interessiert es mich schon, was bei uns in der Gemeinde und so generell im Umfeld abläuft. Und durch das, dass wir durch die Jungen sind, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir damit anpacken und uns dafür interessieren, weil wir doch die nächste Generation sind, also passend zum Event nochmal. Ich glaube, jeder von uns redet daheim am Stammtisch und wo wir zusammensitzen, halt drüber, was wir für Ideen hätten. Und dass wir tatsächlich auch mal die Möglichkeit haben, dass wir uns äußern, ist auch wirklich cool. Ich denke, gerade die Bürger und gerade die Jugend sollten einfach aktiv an der Entwicklung irgendwie sich beteiligen. Und ja, gerade da finde ich es halt wichtig, dass man der Jugend eben eine Stimme gibt. Ja. Dieses Kick-Off-Event stellt aber laut Magister Daniel Orasche erst den Beginn der Zusammenarbeit dar. Es soll jetzt nicht eine erste lässige, nette Veranstaltung sein mit einer guten Weinverkostung, sondern es braucht einen roten Faden. Die Jungen sollen auch dabei sein, wenn es dann ungemütlich wird bei der Projektumsetzung. Gerade dann brauchen wir die Jungen, die mit Überzeugung und Herzblut an ihren Ideen festhalten und bei der Umsetzung dabei sind. Die erste gemeinsame Zukunftsentscheidung trafen die jungen Enstalerinnen im Anschluss an den intensiven Nachmittag bei Wein und Käse. Die Next Generation kürte den Almkulinarik Wein 2020 und ließ eine erfolgreiche Veranstaltung beim gemeinsamen Miteinander ausklingen.